Das ist Hessens ältester Abiturient, Robert Spieß, 72 Jahre jung, aus Wiesbaden. Er hat heute offiziell sein Abi-Zeugnis bekommen. Dass er mehr als dreimal so alt ist wie seine Mitschüler. Wie finden die das? Immer locker drauf gewesen und hat immer viel erzählt von seinem Leben auch. Selten gefehlt, also einer wirklich derjenigen, der fast nie krank war, wobei man ja doch eher denkt, dass man im Alter doch eher mal Gebrechen hat, aber das waren eher die jungen Leute, die gefehlt haben. Von seinem Wesen her ist auch immer gut angestellt hat und sich auch da irgendwie mit einzubringen oder auch teilzunehmen am Unterricht positiv. Mir hat das immer gefallen. Abitur als Rentner. Was soll man auch sonst noch anderes machen, wenn man schon alles gesehen hat? Na, ich habe gesagt, ich will nicht mehr reisen. Und ja, was kommt dann in Frage? Ja, hier Gartenarbeit, Rosen schneiden und Bambus abschneiden und sowas. Und Kreuzworträtsel lösen und Zeitung lesen und so, da ist mir aber nicht ganz mit ausgefüllt. Das reicht wohl nicht aus. Fürs Abi auf dem Hessenkolleg in Wiesbaden hat der 72-Jährige 2,5 Jahre gebüffelt, hat sich mit Mathe und Stochastik gequält. Nee, Mathe hat mir keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das war auch eines der Fächer, wo ich auch nur sehr wenig zum flüssigen Unterricht beitragen konnte. Dafür gab es andere Fächer, die dem Abi-Rentner echt Spaß gemacht haben. Wieso? Wirtschaft und Soziales heißt es. Warum? Wegen der Lehrerin. Eine glatte 1 hat er da. Und auch sonst sein Zeugnis kann sich sehen lassen. Lauter gute Noten und als Notendurchschnitt eine 2,5. Und dabei ging es fast immer sogar mit ehrlichen Mitteln zu. Einmal bin ich beim Spicken erwischt worden. Da habe ich das Verkehrte gelernt gehabt, in Philosophie. Im Berufsleben durfte er keine Fehler machen. Er war Dispatcher für Langstreckenflugzeuge am Frankfurter Flughafen. Nach der Rente mit 65 wollte er noch mal Gas geben. Seine Familie hat ihn dabei immer unterstützt. Ich bin extrem stolz auf meinen Vater natürlich. Ja. Und ich sag mal, dass er mit dem hohen Alter das überhaupt noch entsprechend dann noch sich zusammengerissen hat und das durchgezogen hat. Und das war ganz gut, dass er studiert hat und habe ich ein paar Stunden meine Ruhe gehabt vormittags. Und das war ganz gut. Zur Abi-Feier hat sich Robert Spieß extra einen feinen Anzug gekauft. Und der passt ihm auch noch in ein paar Jahren, denn dann soll es wieder was zu feiern geben. Ich will jetzt sehen, ob ich in Frankfurt irgendeinen Bachelor-Lehrgang belegen kann, der mir liegt. Journalist will er werden. Mit so einem Zeugnis kein Problem. Aber erstmal gibt's heute was zu feiern für Hessens ältesten Abi-Rentner, wie er sich selbst bezeichnet.